Hallo und willkommen beim Grundkurs für das kurze Spiel für Golfanfänger. Ich freue mich wirklich, dass du dabei bist. Ich denke, dieser Kurs könnte sehr viel ausmachen bei deinem Spiel. Dieses Video ist lang, intensiv, aber ich denke, das sind so viele Bereiche, die wirklich ganz entscheidend sind für dich. Und das ist Grundlagentraining. So, Nummer eins, wenn du kein Anfänger bist, denke ich, dass es auch dir gut helfen kann, die Bereiche oder bestimmte Bereiche dieses Videos richtig anzuschauen und einzusetzen in dein eigenes Spiel. Ich benutze auf jeden Fall die Grundlagen nach, wie lange sind das, 45 Jahre spiele ich schon Golf. Aber wenn du nicht lange dabei bist, dann möchte ich dir ganz klar sagen, empfehlen, was du wann machen solltest. Es geht um Chippen, Pitchen, Bunkerschläge, die Annäherungsschläge aufs Grün, na, dieser schwierige Halbentfernung 40, 50 Meter. Und dann wollen wir auf Putten. Kurze Putts, lange Putts. Wir müssen versuchen, einen Schnitt von 2 Putts pro Loch oder sogar besser. Das ist wirklich der einfachste Weg, das eigene Handicap zu verbessern. So, es geht mit dem Chippen los. Beziehungsweise es geht mit dem Annäherungsspiel. Und ich möchte dir ein System geben, ein klares Konzept, wie du diese Schläge machen kannst, ohne große Gefahr. Ne, damit du konstant sein kannst, damit du die Angst vom kurzen Schlag, zum Beispiel über den Bunker, verlieren kannst. Und wenn das so ist, kannst du besser dosieren. So, es geht los. Falls du sagst, ach, chippen kann ich, aber Bunkerspiel möchte ich angucken oder das Putten, dann schau bitte unter diesem Video und da siehst du die verschiedenen Teile des Videos. Und dann kannst du auch draufklicken und dann kannst du zu dem Teil gehen, wo du unbedingt schauen möchtest. Die Idee dieses Kurses ist, dass du, nachdem du die Videos angeschaut hast und alles ausprobiert hast und geübt hast, dann kannst du vom kurzen Spiel profitieren und dein Handicap verbessern. So, genug gesprochen, es geht los. So. Ich möchte jetzt chippen. Die Ball liegt in der Mitte der Füße. Man steht recht nah am Ball. Die Augen sind fast über den Ball. Wenn du das Gefühl hast, dass die Spitze des Schläges eher den Boden berührt, das ist okay. Es ist gut, wenn der Schaft relativ aufrecht ist. Wir wollen nicht so aussehen, als ob wir einen normalen Schlag machen möchten. Wir wollen doch kurzes Spiel, kurze Chips. So bitte ihr nah am Ball mit aufrechten Schaft. Ball liegt in der Mitte. Wenn du nicht sicher bist, wo der Ball liegen sollte, spiel ihn einfach in der Mitte. Allgemein beim Golfen. Das kann nie so verkehrt sein. Gewicht bitte auf beiden Füßen verteilt. Die Arme sind locker lang. Es formt sich ein Dreieck zwischen meinen Armen und Schultern. Und jetzt beim Ausrollen ist es gut, an eine Uhrzeit zu denken. So, wenn du eine Uhr hinter mir sehen kannst, wird es dir helfen, das zu verstehen und nachzumachen, wenn du auf dem Platz bist. Ich werde für diese 20 Meter Entfernung mit meinem Pitching Wedge werde ich bis 8 Uhr ausrollen. Hier ist die 8. Und ich werde bis 4 Uhr durchschwingen. Das ist mein Rhythmus. Du kannst natürlich auch 7 Uhr, 5 Uhr verwenden, wenn du zum Beispiel ein anderes Eisen hast. Eisen 9 oder 8, wie du weißt, rollt weiter und fliegt flacher als Pitching Wedge. Und da brauche ich nicht so viel Schwung. Ich werde aber 8 Uhr, 4 Uhr mit meinem Pitching Wedge arbeiten. Jetzt, Folgendes ist sehr wichtig. Beim Aussonnen bleibe ich eher stehen. Ich verlage das Gewicht nicht. Dann schwinge ich den gleichen Weg wieder runter. Ich schwinge ganz leicht nach unten.
ich will jetzt nicht den Ball heben. Der Loft, diese Neigung des Schlägers, wird dafür sorgen, dass der Ball ein bisschen fliegt. Denn er muss nicht wirklich hochfliegen. Ich habe ja keinen Bunker vor mir. So, ich schwinge da. Und jetzt, während des Abschwinges, möchte ich, dass du, wie beim langen Spiel, eine kleine Verlagerung machst, während du die Hüfte drehst. Und wenn du das tust, und das ist so notwendig, weil wenn du stehen bleibst, ist die Gefahr groß, dass du löffeln wirst. Und löffeln ist nie gut, dann trifft man den Boden zu früh oder man toppt den Ball. So, verlagere das Gewicht zum Ziel, dreh den Unterkörper und komm in diese Endposition. Der Schläger zeigt jetzt auf 4 Uhr. Und der linke Arm und Schaft sollte eine gerade Linie bilden. Das ist so wichtig. Das sind Themen, die ich jeden Tag mit meinen Schülern bearbeite. Dass, wenn ich hier bin, am Ende des Schwunges, bin ich im Treffmoment richtig. Wenn ich hier so bin, bin ich höchstwahrscheinlich im Treffmoment auch gelöffelt. Und dann die Schlagfläche. Am Ende des Schwunges sollte leicht nach oben zeigen. So bitte Schläge so haben zum Schluss und nicht so. Wir wollen nicht die Arme rotieren. Da kommen die Bälle eher nach links und die Längekontrolle ist schwierig. So, ich mache jetzt diese 8 Uhr, 4 Uhr Schwung. Ich spüre den Boden jedes Mal. Jedes Mal wirklich den Bodenkontakt suchen. Ich halte den Schläger ganz leicht, da fliegt er ein bisschen und rollt ein bisschen aus. Ich finde Pitching Wedge ein guter Schläger für den Anfang, weil da kann man ein bisschen schlagen. Viele Golfer wollen eher den Ball hart schlagen. Auch auf jeden Fall eine Garantie von hier wäre ein 9, 8 oder sogar 7 oder 6. Geht auch. So 8 Uhr, 4 Uhr. Oh, mit Bande. So, ich habe hier da den Boden leicht zuerst getroffen, deswegen war der Schlag nicht so gut. Aber da ich den Schläger locker gehalten habe und mich gedreht habe, kam der Schläger trotzdem durch. Wir dürfen nicht fest. Und bitte beim Stand, schau, dass die Hände in der Mitte sind, dass der Schaft nur leicht zum Ziel geneigt ist. Viele Golfer tun das und dann wird gehackt. So, ein letzter Schlag. Jetzt versuche ich einzulochen. 8 Uhr, 4 Uhr. Ach, heute ist nicht mein Tag. Aber die Länge ist gut und ich habe eine Chance, diese 4 Bälle einzulochen mit einem Putt. Und das sollte dein Ziel jedes Mal bei diesem Standard-Chip sein. Okay, nachdem du das mehrmals trainiert hast, und dann meine ich wirklich eine ganze Einheit, eine Stunde lang chippen, und vielleicht das Wiederholen, ist es, und du merkst, dass die Bälle konstant getroffen werden und einigermaßen ans Ziel kommen, ist es Zeit, etwas Spannendes zu tun. Also das war auch spannend. Aber jetzt wollen wir versuchen, den Ball über den Bunker zu spielen. So, ich möchte immer noch auf die letzte Fahne. Das sind 26 Meter. Und es gibt einen bösen Bunker vor uns. Und ich kann dir sagen, egal was das Handicap des Spieles ist, der Bunker beeinflusst und macht den Schlag schwieriger. Wenn dieser Bunker nicht da wäre, wäre der Schlag 10-mal einfacher. Aber viel davon ist natürlich im Kopf. Und man sollte einfach die Zeit nehmen, so eine Situation aussuchen und es richtig trainieren, weil das kommt vor auf dem Platz garantiert. Wie machen wir das am besten? Wie können wir den Ball darüber bekommen? Als allererste, du brauchst einen Schläger, mit dem der Ball hochfliegen kann, ohne Probleme. Und warum nicht das Sandwich nehmen? Dieser Schläger hat so viel Loft, die meisten Sandwiches haben 56 Grad Loft. Wenn du unbedingt mit einem Gapwedge spielen möchtest, also das ist aus 52 oder 50 Grad, das ist ein Schläger zwischen P und S,
Das ist auch gut. Wenn du ein Lob-Wedge-Spieler bist, also dieser Schläger hat ganz viel Loft, das hat 60 Grad, dann ja klar, mit dem auch. Ich finde aber 56 Grad Sandwich, also der Standard-Sandwich, am besten für so eine Situation. So, ich mache einfach einen Schlag und schau du einfach zu und ja, was fällt dir auf? Was sieht anders aus verglichen zum letzten Schlag? Also den habe ich nicht ganz richtig getroffen. Ich habe den leicht getoppt. Der ist viel zu flach geflogen, kam aber gut ans Ziel. Er war besser. Der ist relativ schnell gestoppt. Der hatte richtige Backspin. Und das kam, weil ich den Ball schön sauber getroffen habe. Ich mache es nur einmal. So, was ist ja anders? Nummer 1. Ich habe den Ball in der Abwärtsbewegung getroffen. Man kann es auch übertreiben, aber wenn du den Ball hoch spielen möchtest, das weißt du bestimmt, aber ich werde es trotzdem sagen, du musst nach unten schwingen, auch wenn es hier einen Bunker vor uns gibt. Wir dürfen nicht versuchen, den Ball hoch zu schaufeln oder zu löffeln. Dieser Loft ist unser Freund. Der kriegt den Ball hoch, nicht wir. So, beim Abschwingen habe ich Schwerkraft arbeiten lassen. Ich habe meine Schläge einfach, meine Hände und Arme schön senken lassen. Ich habe den Bodenkontakt gesucht, weil ich weiß, wenn ich Bodenkontakt habe, wird der Ball meistens hochfliegen mit diesem viel Loft. Dann, was war der Unterschied zu unserem Chip eben? Sehr wenig. Ich habe auch hier bewusst meine Hände ruhig gelassen. Ich sage nicht steif, aber ruhig. Und ich habe eher mich gedreht, meinen Körper in beide Richtungen gedreht, auch aber das Gewicht verlagert zum Ziel. Beim Aussonnen bleibe ich eher ruhig, beim Durchschwingen, da mache ich die Bewegung eher, die Verlagerung, die Drehung und das Senken der Arme. So, genau das habe ich beim Chippen gemacht, aber Chippen war 8 Uhr, 4 Uhr. Und jetzt bei diesem Schlag, der eigentlich ein langer Chip ist mit dem Sandwich, habe ich bis 9 Uhr vom Gefühl hier ausgeholt und bis 3 Uhr durchgeschwungen. Das ist mein Gefühl. Wenn man den Schwung genau anschaut, habe ich bestimmt ein bisschen weit ausgeholt, ein bisschen weiter durchgeschwungen, aber nur ein bisschen. Mein Gefühl ist, so zu schwingen. Rückschwung und Durchschwung. Und das reicht, um einen Ball bis zu 30 Meter zu schlagen. So, ich schlage vor, dass du diese Uhrzeiten denkst, 9 Uhr, 3 Uhr mit langen Armen, mit ruhigen Händen und schau einfach, dass du den Boden in der Mitte deiner Füße triffst. Und der Ball macht einen kleinen Bogen. Ist doch schön. Ballposition wieder mittig. Gewicht auf beiden Füßen. Es kann sein, dass du es gelernt hast, das linke Bein zu belasten. Das ist okay, das ist auch gut. So, das hilft mir, nach unten zu schwingen. Es ist aber meine Erfahrung, dass wenn man mittig steht am Anfang, dass man automatischer und leichter auf die vordere Seite kommt. Wieder Hände in der Mitte, nicht vorne bitte, das nimmt den Loft weg und den ganz normalen Griff verwenden. Ich greife den Schläger oben. Bei dem Chip, da ich so nah am Ball gestanden habe, habe ich den Schläger leicht tiefer gegriffen. Das hätte ich vielleicht erwähnen sollen, es tut mir leid. Okay, so das ist der 25, also der 30 Meter Schlag über Bunker. Ich habe den Ball hoch genug bekommen, der Ball ist schnell genug liegen geblieben und das ist ein ganz effektiver Schlag für die Situation, wo du unbedingt den Ball hochschlagen musst. Okay, jetzt reden wir über Taktik. Was sollten wir oder
welche Bewegung, welchen Schläge sollten wir verwenden für alle Schläger innerhalb 30 Meter. Das möchte ich mit dir gleich diskutieren. So, wir haben jetzt den kleinen Chip geübt, den Schlag über den Bunker. Was wäre eine gute Strategie, Taktik oder System für die Schläge bis 30 Meter? Da möchte ich dir ein paar Tipps geben. Ich werde die Bälle einfach zu verschiedenen Stellen hinschmeißen. Die zwei liegen auf dem Vorgrün, kurz vor dem Grün. Dann schmeiße ich zwei noch ein bisschen weiter weg. Okay, das ist ungefähr ein 15 Meter Schlag. Und dann möchte ich zwei Bälle hinter den Bunker werfen. Bleib da. Okay, und da habe ich einen kleinen, das ist ein kleiner 20 Meter, 25 Meter Schlag über den Bunker. Und den letzten Ball werfe ich, dass er ungefähr 30 Meter von der Fahne liegt. So, für diese Schläge braucht man nur zwei, höchstens drei Schläger. Ich werde alles mit meinem Eisen 9 und mit meinem Sandwich spielen. Eisen 9 benutze ich für die flache Bälle, da wo der Ball nicht fliegen sollte. Man kann natürlich auch ein Pitching Wedge benutzen oder ein Eisen 8. Und da, wo der Ball hoch muss, da benutze ich den Schläger mit dem meisten Loft in meiner Tasche und das ist das Sandwich. Okay, so lass uns mal das, was wir gelernt haben, einsetzen und möglichst diese 2, 4, 5, 7 Bälle dicht an die Fahne spielen. Okay, ich fange mit dem 15 Meter Schlag. Der Ball liegt auf dem Fairway. Das sind noch 5 Meter zum Grünanfang und dann fängt das Grün an. Die Fahne steckt genau in der Mitte des Grüns. Hier werde ich mein 8 Uhr, 4 Uhr Schwung verwenden. Ich werde gucken, dass ich den Boden streichle, dass ich in diese wichtige Endposition komme. Nur da es noch viel vor Grün ist, vor dem Grün, werde ich den Ball vor dem Grün landen lassen. Mit meinem Eisen 9 rollt der Ball mindestens 50% des Weges, so ich muss den Ball vor dem Grün aufkommen lassen. Ist ein bisschen nass. Und jetzt rollt er zum Loch. Okay, jetzt mache ich ein zweites Mal. Das ist wirklich nur kurz. Ich verlagere das Gewicht, so wieder vor dem Grün aufkommen, so flach wie möglich spielen. Okay, und da habe ich eine Chance, die zwei Bälle ins Loch zu bekommen. Aber jetzt wollen wir über den Bunker. Okay, beim Schlag über den Bunker, klar, wir brauchen einen Schläger mit viel Loft. Sandwich ist der richtige Schläger hier. Und hier möchte ich ein bisschen weiter ausholen und durchschwingen, weil der Ball höher fliegt, da braucht man ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Mein Gefühl ist hier 9 Uhr, 3 Uhr, so weich wie möglich schwingen. Nachdem ich ausgeholt habe, drehe ich meinen Bauch ganz langsam zum Ziel und lasse die Hände durchkommen. Ich versuche den Ball nicht zu heben. Ich verlagere das Gewicht nach links und das müsste gut gehen. Der Ball fliegt locker hoch genug und bleibt relativ schnell liegen. Ich achte sehr auf die Endposition, weil wenn ich da bin, linker Arm und Schaft bildet eine gerade Linie. Ich bin leicht gedreht, Gewicht ist vorne, das Blatt zeigt etwas nach oben. Dann wird im Treffmoment es auch gut aussehen.
So, jetzt habe ich genau 30 Meter und für diese 30 Meter Entfernung werde ich meinen 9 Uhr, 3 Uhr Schwung verwenden mit etwas mehr Geschwindigkeit. Das ist ungefähr das Maximum, was ich kann und was ich dir empfehle, ohne Handgelenk zu spielen. Danach wird das Handgelenk wichtig sein. Aber hier wird lang mit einer entschlossenen Hüftdrehung langen. Wieder, ich versuche nicht den Ball zu heben. Und ich drehe mich so ruhig durch den Ball, wie ich kann. Also ich habe, das ist sehr nass, es hat jetzt gerade geregnet. Ich habe, glaube ich, den Boden leicht zuerst getroffen, aber da ich den Schläger locker halte, da ich einfach meine Hände durchkommen lasse, statt so festzuhalten, hilft der Schläger mir, weil das Sandwich hat eine Kante, die man Bounce nennt. Und wenn man die Hände locker gehen lässt, statt so die zu ziehen, gleitet der Schläger und auf dem Boden und bleibt nicht hängen. Die letzten zwei Bälle, die ich spielen möchte, liegen ganz dicht am Grün. Im Turnier kannst du von hier putten, wenn es sicherer ist. Und auf jeden Fall der Putter vom Vorgrün ist ein ganz effektiver Schlag. Aber ja, gibt es eine bestimmte Chip-Technik, die ich dir stark empfehlen möchte. Übrigens, hier ist ein Video dazu. Und das ist der Chip-Putt. So, hier stehe ich sehr nah am Ball, Augen über den Ball. Der Schaft ist auch extrem aufrecht. Ich schließe auch den Schläger etwas nach links. Und man kann auch ein bisschen nach rechts zielen, wenn man den Schläger schließt. Aber es ist meine Erfahrung, dass der Ball gerade fliegen und rollen wird. Und ja, Gewicht habe ich vielleicht ein bisschen vorne. Und von hier wird gependelt. Ich verwende Schwerkraft beim Abschwingen. Ich schlage auf gar keinen Fall. Und dieser Schlag ist so effektiv und so einfach, dass ich wirklich an Einlochen denke. Der Schläger, den ich hier benutze, ist das Eisen 9 wieder. Würde auch mit Pitching Wedge gehen, aber auch mit einem Eisen 8. So, aufrecht, Gewicht leicht links, tief greifen. Diesmal ziehe ich ein bisschen nach rechts, da ist ein bisschen Break. Und ich denke, ich habe eine Chance hier, den einzulochen. So, das ist mein Ergebnis. Die Bälle liegen alle relativ nah am Loch. Und ich hoffe, dass das dir jetzt wirklich hilft. Du brauchst nur die zwei Schläge, Eisen 9 oder Sandwich. Die Bewegung ist eigentlich immer das gleiche, nur die Schwunglänge ist anders. Nimm das ganze Handgelenk aus dem Spiel. Alles, was unter 30 Meter ist, macht es ohne Handgelenk. Wenn du den Ball hochspielen möchtest, spiel ein Sandwich, aber trotzdem verlage das Gewicht nach links und schwing bitte nach unten. Ansonsten ist das Eisen 9 ein super Schläger für die flache Chips ums Grün herum. Und wenn es geht, spiel doch bitte immer den Ball so flach wie möglich. So, jetzt habe ich 40 Meter zur Fahne. So, mit diesem 9 Uhr, 3 Uhr Schwung wird mein Ball es leider nicht über dieses Wasser, über das Penalty Area schaffen. So, ich werde jetzt pitchen. Ein Pitch ist ein Schlag, wo der Ball hochfliegt und schnell liegen bleibt. Von der Technik her sieht der Schwung sehr aus wie ein normaler Schwung. Das heißt, die Handgelenke werden eingesetzt. Das ist ein kleiner Golfschwung. Der Stand sieht aus wie beim normalen Golfschwung. Bitte denk daran, dass du beim
Pitchen ihr Wedges benutzt. Ich habe hier ein Sandwedge und da muss man automatisch sich mehr drücken. Leg einfach den Schläger auf den Boden, dass die Sohle flach auf dem Boden liegt. Und dann wirst du sehen, da ist der Griff. Meine Hände müssen richtig tief. So bück dich bitte viel aus dem Hüftgelenk. Nicht so stehen. Okay. Füße nicht zu breit, ihr ein bisschen enger zusammen. Und ich öffne meinen linken Fuß gerne. Und ich habe den auch ein bisschen zurück. So, ich stehe richtig offen mit meinen Füßen, mit meinen Hüften. Meine Schultern sind aber gerade. Und ich denke bei diesem Schlag, halber Rückschwung. Im Video gleich werde ich dir zeigen, genau wie weit ich aushole. Und von da versuche ich zu drehen. Nach unten zu schwingen und zu drehen. Bitte mach dich nicht verrückt beim Pitchen. Viele Golfer denken, sie müssen jetzt knicken. Und dann passieren komische Dinge während des Schwunges. Denk einfach, halbe oder dreiviertel Schwung. Was ich dir empfehle, ist auszuholen, bis das Griffende zum Ball zeigt und der linke Arm parallel zum Boden ist. Wenn ich die Bewegung vormache, wirst du sehen, dass ich beim Ausholen hier stehen bleibe und beim Durchschwingen, da bewege ich mich nach links. Obwohl ich hier ein böses Wasserhindernis vor mir habe, oder Penalty Area, werde ich nach unten schwingen und mich trauen zu drehen. So 40 Meter und ich denke, Arm parallel zum Boden und drehen. Oh, der war ein bisschen rechts, kann ich besser. Ganz, ganz ruhig. Parallel und drehen. Das war gut. Stop. Der Pitch ist ein sehr wichtiger Schlag, weil die Dosierung nicht so ganz einfach ist. So, ich schlage vor, dass du auf die Range gehst, mehrere Schwünge machst, bis der Arm parallel zum Boden ist und dann schau, wie weit du bei der Technik kommst. Dann weißt du ungefähr, wie weit du schlägst. Und ich denke, das könnte um die 40 Meter sein. Reden wir kurz über die Ballposition. Also in der Mitte ist immer gut. Wenn du nicht sicher bist, wo der Ball liegen sollte, spiel ihn einfach in der Mitte deiner Füße. Ja, man kann ihn weiter vorne spielen, um den höher zu schlagen, aber der Rasen muss dann weich sein, der Ball muss gut liegen. Und manchmal ist es notwendig, den hinten zu spielen im Stand, wenn die Lage schlecht ist, wenn ich unbedingt den Ball zuerst treffen möchte und dann den Boden, also aus dem Semi-Raphael ein Beispiel. Aber in der Mitte der Füße ist immer die sicherste Variante. Hey, das ist ein wunderschöner Abend in Ostfriesland, wie du merkst, Mitte August. Und perfekte Gelegenheit, über Bunker zu sprechen, über diese Sandkiste da. Aber bevor ich da reingehe und den Schlag dir empfehle, erkläre, möchte ich über den Bunker pitchen, weil ich möchte, dass du schaust, wie meine Bewegung hier aussieht, verglichen zu meinem Schlag im Bunker. Und so, ich werde dir jetzt nicht viele kleine technische Tipps geben, weil die sind für die meisten Golfer gar nicht notwendig. Es gibt ein paar wichtige Vorstellungen, die man haben sollte, und dann klappt es im Bunker. So, was war der Unterschied zwischen meinem Schlag, mein Pitch über den Bunker und mein Schlag aus dem Bunker? Nicht sehr viel, oder? Die Bewegung ist sehr ähnlich. Und das ist das Erste, was ich möchte, was du im Bunker denkst. Du musst denken, ich möchte jetzt einen ganz normalen Pitch machen. Nur der Unterschied ist, dass ich den Sand zuerst treffe. So,
damit man den Sand trifft, damit man wirklich weiß, dass man den Sand trifft, ist es ganz notwendig, dass man den Stand ein bisschen anders macht, verglichen zum normalen Pitch. Steh breiter. Breiter ist wichtig, weil wenn ich breiter bin, bin ich automatisch tiefer. Wenn ich tiefer bin und meine Arme lang im Treffmoment habe, werde ich den Sand treffen. Ich gucke beim Bunkerschlag, dass der Ball leicht links von der Mitte ist. Warum? Weil beim normalen Schlag liegt der Ball in der Mitte vom Rasen. Ne, der normale Schlag vom Rasen, dann treffe ich den Ball, wenn er da ist. So, die Gefahr ist groß, wenn ich im Bunker den Ball mittig habe oder sogar rechts, wie manche Leute das tun, dann werde ich den Ball treffen, wenn ich einen guten Schwung mache oder einen guten Pitch. Und man möchte im Bunker einen guten Pitch machen mit einer guten Technik. Der Bunkerschlag soll nicht irgendeine fremde Bewegung sein, es soll ein guter Golfschwung sein, einen kürzeren. So, der Ball liegt links von der Mitte. Breiter stehen. Meine Hände sind sehr tief bei diesem Schlag. Ich gehe auch viel in die Knie und ich gucke, dass ich in der Position bleibe während des ganzen Schwunges. Klar, man wird im Bunker mehr Geschwindigkeit brauchen. So, man könnte sagen, der einzige Unterschied zwischen Pitch und Bunker ist, dass man anders steht und dass man schneller schwingt. So, mein Pitch jetzt gerade war ein 40 Meter Pitch und das Gefühl beim Bunkerschlag ist, dass ich so einen 70 Meter Schlag mache. So fast doppelt Entfernung. Man winkelt beim Ausholen ab. Wenn man zu wenig Handgelenk verwendet, ist die Gefahr, dass man zu flach an den Ball kommt und ihn toppt oder zu früh in den Boden kommt. So, du musst gucken, wie es bei dir ist. Wenn du steil schwingst, dann brauchst du nicht so viel zu knicken. Dann winkel ein bisschen weniger. Aber ich versuche relativ viel zu winkeln beim Ausholen. Aber von hier fange ich mit einer Verlagerung an, eine Drehung und ich löse diesen Winkel durch den Sand. Und du hörst, ich sage Sand und nicht Ball. Ich möchte Sand treffen. Und beim Bunkerschlag konzentriere ich mich sehr auf den Punkt, da, wo ich den Sand berühren möchte, da, wo mein Schläger in den Sand kommen sollte. Und dann, es ist wichtig, hier ist eine Kante, ich werde mich zur Kante hin bewegen. Ich versuche nicht, den Ball anzuheben. Das passiert leider viel zu oft. Wir müssen unbedingt schauen, dass wir am Ende das Gewicht links haben. Wenn die Ferse ein bisschen hochkommt, das ist ein absoluter Bonus. Okay, so ich mache einen Schlag von der vorderen Perspektive. Stand ist alles. Mein Kopf bleibt stabil beim Ausholen. Ich bleibe in dieser gebückten Haltung. Ich gucke sehr auf den Punkt und ich bewege mich richtig in diese Position. Ich habe den Punkt getroffen, ich bin glücklich. Eigentlich brauchst du gar keine Bälle zu schlagen im Bunker, wenn du besser werden möchtest im Bunker. Du könntest dir eine Linie malen. Die Linie ist genau in der Mitte der Füße und versuch, die Linie zu treffen. Genau da, wo die Linie ist, oh, das war zu früh, das war besser. Und wenn du weißt, dass du die Linie triffst, ja, dann wirst du im Bunker sehr gut sein. Übrigens, dieser Sand ist ein bisschen nass. Ich habe vor kurzem ein Video über den nasse Sände im Bunker gemacht. Da ist der Link, vielleicht interessiert es dich. So, damit du die Fahne sehen kannst von dieser Perspektive. Du siehst sehr wichtig, mein Rückschwung ist eher steil, beziehungsweise mein Rückschwung ist nicht flach. Ich bleibe auf der Ebene beim Ausholen. So, der Stand, ich gucke auf den Punkt und ich mache einen entschlossenen Schwung.
Das war der Bunkerschlag. Ich hoffe, dass da ein paar Punkte waren, die dir helfen werden. Ich denke, das Wichtigste ist, denk pitchen, ein dolle Pitch mit einem anderen Stand. Und du wirst Erfolg haben. So, wenn du es geschafft hast, das gesamte Video bis zu diesem Punkt zu schauen, finde ich wirklich toll. Aber es lohnt sich, da sind wirklich so viele wichtige Tipps für dich. Und jetzt kommt das Putten. Und das ist mindestens so wichtig für dich. Ich werde ja nicht lange rumlabern. Ich gehe davon aus, dass du Griff, Haltung, alles im Griff hast. Und ich habe zwei Tipps für dich. Wenn ich mehr einlochen möchte, muss die Schlagfläche zum Loch zeigen. Wenn meine Schlagfläche nicht zum Loch zeigt, dann habe ich wirklich sehr wenig Chancen, konstant Erfolg zu haben. Das ist nur eine Glückssache. So, ja, in diesem Video habe ich und mein Kollege Stefan Schierholz, der Manager und Pro hier in Lüttesburg ist, über das Zielen gesprochen. Und es geht darum, wenn ich zum Beispiel jetzt über den Ball stehe, ich mache es an dieser Seite, bin ich wirklich richtig ausgerichtet? Kann ich sehen, von meiner Perspektive, ob das Blatt square ist, ob das gerade ist? Und in dem Video hier oben wirst du sehen, dass der Abstand zum Ball eine große Rolle spielt. Wenn man zu nah am Ball steht, kann man das nicht sehen, ob das Blatt richtig ausgerichtet ist. Und wenn man zu weit weg ist, kann man es auch nicht sehen. So unbedingt das Video anschauen, das ist wirklich ein ganz toller Trick, um das rauszufinden. Und dann kannst du besser sehen. Und wenn das Blatt zum Ziel richtig zeigt, muss man auch nicht perfekt putten. Bei den kürzeren Putts, die 2-3 Meter Putts, kann man einlochen, auch wenn die Schwungrichtung nicht stimmt. Aber was ich jetzt erwähnen möchte, ist allgemein die kurzen und die vor allem die längeren Putts, ist der Rhythmus so wichtig. Und wenn möglich, sollten wir mit diesem Rhythmus arbeiten. So, bei diesem Rhythmus gibt es keine ruckartige Beschleunigung. Und wenn man das verstanden hat, vor allem bei den längeren Putts, bleibt der Schläger besser auf der Linie. Man verkantet den Schläger nicht. Man hat viel mehr Gefühl, mehr Ruhe bei dem Schlag. So, mit der Vorstellung des Pendels werde ich jetzt schwingen. So, Pendeln klingt sehr leicht. Das hörst du immer am Anfang, wenn du das Putten lernst. Aber was ich jetzt sage, ist vielleicht ein bisschen anders. Nachdem ich ausgeholt habe, sage ich mir immer, dass es sehr lange dauert, bis der Putter von diesem Punkt zum Ball kommt. Und genauso schwinge ich dann weiter durch. Das heißt, ich werde nicht hastig von da. Das passiert so oft, dass der Golfer oder die Golferin zu schnell beschleunigt. Und man möchte beim Putten wirklich pendeln. Und dann musst du wirklich das Gefühl haben, von diesem, also den gesamten Schwung langsam ausrollen, aber dann auch langsam zurück. Und du wirst dann plötzlich merken, dass du den Ball so viel mittiger triffst. Es wird so leicht sein. Du kannst es übrigens auch beim Chippen und Pitchen machen. Dafür habe ich auch ein Video gemacht, falls es dich interessiert. Mir und sehr viele meinen Schülern hat es sehr geholfen. Und ich werde jetzt so einen etwas längeren Putt machen. Gucken wir, wie meine Längekontrolle hier jetzt ist. Und ich denke, von hier nicht hastig werden. Ganz ruhig zurückschwingen. Schnelle Grüns hier. Übrigens, schnelle Grüns ist sehr gut für dein Putting. So, nächstes Mal, wenn du einen Platz siehst mit schnelle Grüns, freu dich und putt so viel wie möglich, weil man lernt das Pendeln, das richtige Pendeln, ohne von hier schnell zu werden. Wirklich, ich spiele seit Jahren Golf
Und dieser Vorstellung hilft mir jetzt, 40 Jahre später, besser zu putten. Ich denke bei meinen Putts immer da und meine Chips daran, dass es lange dauert, wieder zurück zum Ball zu kommen. Also, vielen Dank, dass du erstmal dieses Video angeschaut hast. Ich denke, dass wenn du die Punkte durcharbeitest auf deine Driving Range und auf deinem Platz, dass du Fortschritte machen wirst. Und das ist, was ich möchte. Wenn du mir eine Nachricht schickst und das bekomme ich ab und an und du sagst, wo, und du hast mir geholfen, ich verstehe, was du sagst, dann habe ich meine Arbeit getan.